Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka und hier spielen wir U-Boat. Und wir spielen es ein bisschen anders, denn ich möchte daraus einen kleinen Film machen, beziehungsweise eine kleine Serie. Heißt, ich möchte das Video gerne schneiden und einfach dieser Crew folgen durch ihre unterschiedlichen Aufträge. Das wird dementsprechend kein Let's Play, was jetzt täglich irgendwie rauskommt, sondern es gibt immer einzelne Folgen über die einzelnen Missionen, die sie so ablegen. Und so erhoffe ich mir, dass es am Ende eine schöne Geschichte gibt, die wir hier erzählen und gleichzeitig dieses Spiel ein bisschen genießen, um das es ja viel Diskussionen gibt. Es geht nicht so richtig voran in der Entwicklung und so weiter. Das sollen wir hier alles mal beiseite legen und einfach sagen, ja, wir schauen uns dieses Spiel an, wir machen daraus eine kleine Geschichte und hoffen, dass es weitere Patches und Updates gibt, sodass diese Geschichte sich weiter entwickeln kann. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären, wie ich das meine. Ich glaube aber, ich brauche hier keine mehr zu erklären, was U-Boat ist und wie dieses Spiel funktioniert. Nur noch einmal ganz kurz vorneweg, denn das ist ja das erste Let's Play, das ich von diesem Spiel hier mache. Der Entwickler ist Deepwater Studio und gepublished wurde das Ganze von Playway. Ist schon am 30. April 2019 in den Early Access gestartet und wie gesagt, die Updates lassen so ein bisschen auf sich warten. Ich spiele hier die Version mit dem Patch B125, der Ende Dezember rausgekommen ist. Mittlerweile gibt es auch eine neue Beta-Fassung, aber aus Stabilitätsgründen lasse ich es mal bei dem B125. Und eine letzte Sache noch vorweg, und zwar ist mir klar, dass das Ganze hier ein Kriegsspiel ist letzten Endes. Ich möchte nochmal sagen, auch wenn das natürlich in einer gewissen Art und Weise heldenhaft hier zugeht, weil man auf diese Mission geht und probiert sie zu schaffen, dass ich in keinster Weise pro Krieg oder irgendwas bin, sondern ganz im Gegenteil selbstverständlich jeden Krieg als unsinnig empfinde und schon gar nicht im Zweiten Weltkrieg irgendwas der deutschen Seite abgewinnen kann. Ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Das wollte ich nur nochmal klarstellen. Ich betrachte das hier als ein Spiel. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal rein. Es ist der 20. Februar 1941 und in Wilhelmshaven liegt die Crew von Günther Merten vor Anker. Er ist ein junger Kapitän und sein erster Auftrag ist eine Spionagemission im Hafen von Portsmouth. Das Ziel ist es, unseren Spion unverletzt zu den Koordinaten 51 Nord, 1 West nahe dem Hafen in Portsmouth zu bringen. Es können dann weitere Befehle folgen, um dem Spion bei der Erfüllung seiner Mission zu helfen. Der Spion heißt Horst Meyer. Und als Belohnung wird uns ein Offizier namens Peter Becker versprochen. Es ist die erste Feindfahrt von Günther Merten. Es werden einige Ersatzteile und etwas Proviant geladen, um die Moral der Crew hochzuhalten. Exotische Früchte und ein paar Würstchen. Natürlich wird auch vollgetankt. Das Equipment allerdings, das Günther Merten zur Verfügung gestellt wird, reicht nicht aus, um die Torpedolager zu füllen. 6 Bug und 1 Hecktorpedo im Lager müssen reichen. Am 21. Februar um 12.10 Uhr startet das Boot.
Deutschland ist zu diesem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt seiner Macht. Polen, Frankreich, die Benelux-Staaten, Dänemark und Norwegen sind besetzt. Und die unfassbaren Gräueltaten sind der Welt noch nicht bekannt. Wohl aber die Kriegslust. An Bord der U-552 sind Otto Bender, der leitende Ingenieur. Kapitän. Horst Klug, der Funkoffizier. Jürgen Genge, der Torpedomechaniker, der gerne mit Pfeife im Bett schläft. Georg Weber, der Bootsmann, der sich gerade über die letzten Nachrichten informiert. Und dann kurz den Impuls hat aufzustehen, sich jedoch entscheidet, doch noch eine Runde zu schlafen. Und Günther Merten, derzeit Wachoffizier und Kapitän des Schiffes. Ein letztes Mal schaut er wehmütig an Land. Es wird das letzte Mal sein für eine ganze Zeit. Und so geht's hinein in die Nacht. Die Überfahrt ist ohne größere Ereignisse. Am nächsten Morgen schaut Günther Merten zusammen mit Georg Weber auf die Karte. Herr Kaloy? Die erste Meerenge liegt vor ihnen und die britische Marine ist eindeutig überlegen. Vielleicht wird die Nacht ihnen helfen. Die Flagge kann allerdings eingeholt werden. Leuchtend rot sollte man nicht durch die Gegend fahren. Dietrich Luther, der Koch, macht aus getrockneten Kartoffeln und getrocknetem Fisch so etwas wie eine Kartoffelsuppe. Die Moral ist gut, die See ruhig. Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Am nächsten Morgen sind alle überrascht, dass die Fahrt durch den Ärmelkanal ohne Ereignisse stattgefunden hat. Keine gegnerischen Schiffe zu sehen, nur endloses Meer. Und dann sogar die britische Küste, ohne auch nur einen Kontakt. Günther Merten befiehlt den Tauchgang. Der Rest des Weges soll unter Wasser zurückgelegt werden. Doch direkt beim Untertauchen. Alarm! Auf Gefechtsstation! Schraubengeräusche. Zwei britische Patrouillenboote. Wir gehen auf langsame Fahrt und hoffen, dass sie uns nicht gehört oder gesehen haben. Doch es scheint so, als ob sie ihren Kurs nicht ändern und in entgegengesetzte Richtung fahren. Sie müssen direkt an uns vorbeigefahren sein.
diesem Moment wird uns auch klar, dass die Meerestiefe keine Chance zum Verstecken bietet. Kaum 20 Meter bis zum Zielort. Doch die Männer scheinen entspannt. Wir gehen zurück auf volle Fahrt und horchen nach weiteren Kontakten. Der Sauerstoff könnte zu einem Problem werden. Mitten im britischen Gewässer, umgeben von der Küste, befiehlt Günther Merten, einmal aufzutauchen, um Luft zu schnappen. An Bord wird heiß diskutiert, ob dies eine gute Idee ist oder nicht. Aber nichts. Keine Kontakte. Die Druckluftkompressoren werden angemacht, um die Druckluft wieder aufzufrischen. Und die frische Luft tut der Mannschaft gut. Günther Merten ist sogar bereit, mit langsamer Fahrt weiterzufahren. Über Wasser. Zur Sicherheit wärmt Jürgen Gänge selbstverständlich die Torpedos weiter vor. Und die Umgebung wird genauestens beobachtet. Nachdem Druckluft und Sauerstoff wieder voll sind, gehen wir wieder auf Tauchfahrt. Mit langsamer Fahrt auf Periskoptiefe zum Einsatzort. Weiterhin keine Kontakte. Nur noch einen Kilometer entfernt. Und dann passiert das Unerwartete. Der Spion springt einfach von Bord. Wir dachten, wir müssten ihn bis zum Punkt bringen. Doch er scheint sich einfach selbst aufgemacht zu haben. Wir senden den Einsatzbericht an den BDU. Und eine Antwort kommt sofort. Neue Aufgaben. Wir brauchen aktuelle Daten zur Luftverteidigung im Hafen von Portsmouth. Der Zielort muss unentdeckt erreicht werden, um die Feuerstellungen mit dem Periskop auszuspähen. Dies hat höchste Priorität und ist wichtiger als der bisherige Auftrag, den wir hiermit als beendet ansehen. Ein neuer Auftrag mitten in feindlichen Gewässern. Hätten Sie da nicht vorher drauf kommen können? Wir liegen schon hier fast auf Grund. Doch die Meerestiefe bis zum Hafen von Portsmouth liegt nie über 20 Metern. In dieser Bucht soll sie sogar nur knapp bei 5 Metern liegen. Tauchen scheint unmöglich. Unwillig nehmen wir Kurs zum britischen Hafen. Soweit zur ersten Folge. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da, ein Kommentar oder ein Abo. Und sehr bald geht's hier weiter mit Folge 2 und den Abenteuern von Günther Merten. Bis dahin, macht's gut.